Als nächsten Award möchten wir den Open Source Business Award vergeben. Kannst du vielleicht ein, zwei Worte dazu sagen, wieso ihr dieses Projekt ausgewählt habt? Also das ist ein Projekt, das in einer Domäne ist, die wirklich nicht wahnsinnig bekannt ist für Open Source bisher. Und ein Projekt, das viel älter ist, als ich gedacht habe. Und ich fand das sehr, sehr spannend. Die Jury fand das auch sehr, sehr spannend. Wir hatten eine sehr lange Diskussion. Es war dann ein Stichentscheid von mir. Sorry für die anderen. Aber so ist das manchmal. Und deshalb, without further ado. Jetzt hat es gegriffen. Kommt noch. Alexis. Alexis, herzlichen Glückwunsch. Seid ihr da, seid ihr. So, voilà, ich darf es übergeben. So, Alexis. Möchtet ihr noch kurz ein Wort dazu verlieren? Was ich also vielleicht überhaupt mal auch erklären für Normalsterbliche, was ist Alexis, warum habt ihr das gebaut? Ja gut, gebaut hat es der Gary Beirich, das ist ein Hausarzt in Schaffhausen, der hat vor 10 Jahren mit der Version 1.0 von Alexis angefangen, das basiert auf Eclipse RCP und das sollte alle Bedürfnisse von einer Hausarztpraxis abdecken. Du bist seit... Also ich bin Hausarzt hier in Bern und arbeite seit 2007 mit dieser Software in meiner eigenen Praxis und setze das tagtäglich ein, einerseits um Rechnungen zu generieren, andererseits aber auch um ein elektronisches Patientendossier zu führen. Und ich konnte über all diese Jahre jetzt enorm im Alltag gewinnen durch die Elektronik. Gut. Also es hat dann eine AG gegründet worden, wo die Ärzte die große Mehrheit der Aktien haben und die bieten den Support an. Ich bin immer ein bisschen das Gewissen für die freie Software gewesen und der Release Manager auch geguckt, dass immer die Open Source Version, also ohne jeglichen kommerziellen Support auch läuft. Da gibt es vielleicht etwa 10 Anwender in der Schweiz. MediaLexis hat, glaube ich, etwa 200 Kunden, die das jeden Tag brauchen. Also von dort her wäre es gut, wenn wir noch ein bisschen mehr Kunden gewinnen können. Es hat 11.000 Hausärzte in der Schweiz. Also wir haben noch Potenzial nach oben. Diese ganze AG, die hat immer noch ein bisschen einen Gewinnvortrag. Also das ist ein Beweis dafür, dass mit Open Source Software nicht so leicht Geld zu verdienen ist. Gesellschaftlich gesehen kann man vielleicht so sagen, ist auch besser, dass wir nicht noch mehr Millionäre und Milliardäre haben, die vom Gesundheitswesen finanziert werden, sondern dass man das einfach ein bisschen darauf hin, dass die Entwickler wie ich und auch andere, also es gibt 3 Entwickler in Vorarlberg, die vor allem für MediaLexis arbeiten, einfach ihren anständigen Lohn bekommen und damit sind wir zufrieden. Und ich bin dann auch sehr positiv überrascht gewesen, als ich meinen jetzt verstorbenen Vater mal begleiten durfte zu seiner Hausärztin und dort war Alexis im Einsatz. Und, aber wichtig in so einem Fall ist dann, was die Ärztin macht oder so. Und Alexis soll ein Hilfsmittel sein oder so für eine bessere Sache, aber nicht ungefähr digital nachhaltig die Bürokratisierung des Gesundheitswesens fördern. Sehr schön, cool. Herzlichen Dank. Sehr schön, danke. Vielleicht noch ganz kurz eine Erklärung. Wir versuchen bei Projekten auch den Impact quasi zu zeigen. Und der Impact bei Alexis ist wahrscheinlich weniger die Nutzerbasis, die ist relativ klein. Aber die meisten der Jury haben noch nie gehört, dass es in dem Bereich wirklich Open Source Software gibt. Und ich denke, es ist auch an uns, dieses Wort mehr rauszutragen. Ich habe vorhin mit euch noch gesprochen und ihr habt mir gesagt, ja, Marketing ist jetzt etwas unser schwacher Teil noch. Also tragt das auch raus, teilt auch eben Leuten mit in völlig anderen Domänen, dass es da durchaus Alternativen gibt. Interessant auch, es war ein Arzt, der das Ganze begonnen hat, das finde ich auch super spannend und ich denke, viele Open-Source-Projekte haben eine verwandte, eine ähnliche Geschichte. Vielleicht kann ja der Award einen Beitrag zur Bekanntheit genau. Von Alexis beitragen, wäre die Hoffnung.